So, nachdem wir uns im letzten Video die Datentypen angeguckt haben, gucken wir uns jetzt mal an, wie man eine formatierte Ausgabe mit Printf macht, wie man also diese Daten über die serielle Schnittstelle auf einen Monitor beispielsweise ausgibt. Okay, starten wir dazu einmal den Compiler und geben zunächst einmal eine einfache Ausgabe auf den Bildschirm. Und das funktioniert, wie wir schon gesehen haben, mit der Funktion Printf. Das heißt, wir gehen vor die While-Schleife und geben dort mal einen Befehl ab, printf, und schreiben dort den Satz, hier beginnt die Ausgabe. Okay. Wenn wir nur einen String ausgeben müssen, dann reicht es im Prinzip, diesen Satz hier in die Anführungsstriche dort zu platzieren. Und wenn wir danach vielleicht noch einen Zeilenumbruch machen wollen, dann können wir das mit einem Backslash n machen. Dann macht er nach dem Satz hier beginnt die Ausgabe noch einen Zeilenumbruch. Das heißt, die nächsten Zeilen würden letztendlich dann die nächsten Ausgaben in die nächste Zeile geschrieben werden. Okay, wir möchten aber jetzt nicht nur einen Satz ausgeben, sondern wir möchten auch noch eine Variable ausgeben. Dazu definieren wir mal die Variable. Das müssen wir ganz oben machen, also direkt nach dem Aufruf der Main-Funktion, also bevor der Mikrocontroller irgendwelche Befehle ausführt, muss der Compiler erstmal wissen, welche Variablen haben wir ja eigentlich. Dann nehmen wir mal ein unsigned int i und da schreiben wir direkt eine 0 rein, damit letztendlich auch der Wert zugewiesen ist und nicht etwas Zufälliges in dem Wert drin steht. Und diese Variable, die möchten wir im Prinzip dann hier unten ausgeben. Das mache ich mal hier in der While-Schleife. Und zwar print f Klammer auf Prozent und dann die Variable i int hält den Wert Doppelpunkt. So, und jetzt können wir nicht direkt hier unsere Variable i reinschreiben, also sowas will der Compiler nicht verstehen. Vielleicht machen wir das mal eben als Test. So, kompilieren das Ganze mal. Das heißt, der Compiler kompiliert das problemlos und wir schauen uns mal an, was er dort macht. So, hier haben wir die serielle Schnittstelle, rufen das mal auf und er schreibt letztendlich, hier beginnt die Ausgabe und dann immer die Variable i enthält den Wert i. Die Variable i enthält den Wert i. Das ist also nicht das, was wir haben möchten. Wir gehen mal wieder zurück. Das, was wir haben möchten, ist auf jeden Fall zunächst mal ein Zeilenumbruch. Und wir möchten nicht, dass der den Satz ausgibt, die Variable i enthält den Wert i, sondern er soll letztendlich hier an dem Punkt die Variable i auch tatsächlich ausgeben, das heißt den Wert der Variablen. Und wie man den Wert der Variablen ausgibt, das schaut man sich am besten mal hier unter Help an. Geht hier auf den Index, sucht nach printf und dort sieht man, wie das funktioniert. Es gibt unterschiedliche Platzhalter für die Variablen. Den Platzhalter, den wir suchen, das ist ein unsigned int, unsigned decimal number. Und genau das suchen wir, also ein U. Wir gehen zurück in den Compiler und müssen diesen Platzhalter jetzt mit Prozent beginnen, damit der Compiler weiß, aha, da kommt jetzt ein Platzhalter für eine Variable, ein Prozent U. Und müssen ihm dann anschließend nach dem Satz, nach dem String sagen, was er denn in diesen Platzhalter einfügen soll. Und das ist die Variable i. So, anschließend machen wir noch was mit i, damit sich das i auch ändert. I ist gleich zum Beispiel i plus 1. Das heißt, er würde jetzt schreiben, hier beginnt die Ausgabe und dann die Variable i enthält den Wert. Und dann würde das reinschreiben, was in i drin steht.
Oben haben wir die 0 zugewiesen, also würde er schreiben, die Variable i enthält den Wert 0. Anschließend würde er i inkrementieren, das heißt i ist gleich i plus 1, 1 dazu zählen und beim nächsten Umlauf müsste dann eine 1 in der Variable entstehen. Schauen wir uns das mal an. Okay, das macht er. Mal gucken, ob er auch nicht das macht, was wir von ihm möchten. Und lassen wir mal laufen. Ich stoppe das mal, damit wir die Ausgabe mal angucken können. Der schreibt tatsächlich, hier beginnt die Ausgabe und dann die Variable i enthält den Wert 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. So, gucken wir uns das nochmal an. Gehen nochmal zurück in unser C-Programm. Wir haben jetzt unsere Unsigned-Variable i gleich 0 und dort gibt er die Variable entsprechend aus. Okay, wir haben eben mal geguckt, wie groß denn eine Variable sein darf von Typ unsigned int und haben gesehen, dort gibt es Zahlen von 0 bis 65.535 und wir können ja mal den Wert einfach überlaufen lassen. Das heißt, wir schreiben hier mal oben rein, i ist gleich 65.530. Und dann inkrementieren wir jedes Mal den Wert i. Das heißt, irgendwann reicht der Platz letztendlich nicht mehr aus. Das heißt, die Zahl wird zu groß. Mal gucken, was er da macht. Wir kompilieren das Ganze mal. Und gehen mal in den Controller. Starten das Ganze. Und sehen. Okay, 65.530 beginnt er letztendlich mit der Ausgabe, wie erwartet, inkrementiert immer 1 dazu, was auch okay ist. Er kommt bis 65.535 und dann reicht ihm der Platz nicht mehr aus. Das heißt, dass die zwei Bytes sind letztendlich voll und er kann nicht mehr eine Zahl dazu addieren, sondern letztendlich fängt er wieder bei 0 an. Das heißt, hier sind alle Bits gesetzt. Und wenn er dann noch ein Bit hinzufügt, werden die letzten Bits alle wieder auf 0 gesetzt. Und das Bit, was letztendlich in die erste Stelle kommen würde, das verliert er und fängt also wieder bei 0 an zu zählen. Deswegen ist es wichtig, dass man vorher sich klar macht, in welchem Bereich können eigentlich die Werte für meine Variable sein. Und diesen Bereich, den darf ich dann nicht überschreiten, weil ich ansonsten falsche Ergebnisse bekomme.